Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, gelegentlich fahre ich morgens mit Bus und Bahn zur Arbeit, weil ich da einfach keine Lust habe, durch den städtischen Verkehr zu rasen. Für die Umwelt mache ich ja genug. Ich öffne zum Beispiel nie die Fenster in meiner Wohnung, das hätte Folgen. Jedenfalls saß ich da neulich in der Bahn. Und dann habe ich überlegt, was für Videos ich so in der nächsten Zeit machen könnte. Und da habe ich mir gedacht, mach doch mal wieder so ein Video mit Videos. Das letzte Video dieser Art, das hatte ich ja im Mai dieses Jahres gemacht. Da kann man ruhig nochmal eins nachlegen. Deshalb schauen wir uns heute mal so ein paar merkwürdige Videos an. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Das Internet ist voll mit schrägen Videos, meine Lieben. Einige davon lassen sich im Nachhinein dann erklären. Bei anderen ist das mit der Erklärung dann etwas schwieriger. Ich habe heute wieder eine kleine Auswahl an Videos getroffen und ich denke, da dürfte sowohl das eine wie auch das andere dabei sein. Unser erstes Video, das hat was mit einem Motorrad zu tun und ihr kennt das ja. Ihr fahrt da mit einem Kumpel oder der Freundin auf dem Motorrad und plötzlich fahrt ihr gegen einen unsichtbaren Gegenstand. Das kommt ja täglich vor oder eben auch nur gelegentlich, wie in diesem Fall. Keine Sorge, wir schauen uns das jetzt noch ein paar Mal an. Was bei diesem Video auffällt, das ist das, was mit dem Vorderrad passiert. Kurz vor dem Sturz, da verbiegt sich das Vorderrad irgendwie. Und dann gibt es geteilte Meinungen. Einige denken, dass da einfach die Radspeichen gebrochen sind und andere denken, dass die gebrochen sind, weil das Motorrad gegen irgendetwas fährt, das dort unsichtbar auf der Straße ist. Ja, wir schauen uns das Ganze nochmal in der Zeitlupe an und ich lasse es ein paar Mal vor- und zurücklaufen. Vielleicht kann man da ja erkennen, was passiert ist. Also meiner Meinung nach sind da die Radspeichen gebrochen, allerdings macht das Ding auch einen Stopp. Und dieser Stopp, der lässt schon den Eindruck entstehen, als sei das Motorrad irgendwie gegen einen Gegenstand gefahren. Aber ich denke, es waren die Radspeichen. Was meint ihr? Die beiden Fahrer des Motorrades, die sind im Übrigen mit dem Schrecken davongekommen. Die stehen in einem späteren Zeitpunkt im Video dann auf. Stellt euch mal vor, ihr geht über einen Flur. Und links und rechts von diesem Flur, da gehen die Wohnungen ab. Und plötzlich löst sich da ein Schatten von der Wand, wirft euch um und zieht euch am Bein hinter sich her. Ich würde sagen, das kann einem den Nachmittag schon einmal verderben, aber laut diesem Video ist das so passiert. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass man da dann so schnell wie möglich den Ort verlässt. Hier das Ganze noch einmal so ein bisschen in Zeitlupe. Ihr seht, der junge Mann schlendert da so fröhlich vor sich hin. Und dann kommt der Schatten. Ich habe das Ganze mal vergrößert und hoffe, dass man da überhaupt noch etwas erkennt. Also, jetzt kommt die entscheidende Szene. So, hier das Ganze noch einmal auf die entscheidende Szene reduziert. Was meint ihr? Also de facto ist es ja so. Wir haben ja schon einige Male hier auf diesem Kanal über diese Erscheinung der sogenannten Shadow People gesprochen. Da gibt es ja jede Menge Berichte von Menschen, die eine Begegnung mit diesen Shadow People gehabt haben wollen. Und genau so, wie es hier passiert, werden die teilweise dann auch beschrieben. Was nicht heißen soll, dass dieses Video jetzt unbedingt echt ist. Mit einer entsprechenden Software kann man das Ganze natürlich auch faken. Man kann mittlerweile aber wirklich alles faken. Was es wiederum den echten Aufnahmen etwas schwieriger macht. Was würdet ihr denn sagen? Würdet ihr sagen, wir sehen hier etwas, das wirklich so passiert ist? Oder
würde dir sagen, na, wahrscheinlich ist das irgendeine Videobastelei. Derzeit, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, geht da ein Video aus einem Schulbus viral. Das Video zeigt den Busfahrer und die Kinder und dann gibt es wohl eine komplizierte Verkehrssituation, die einen Unfall zur Folge haben könnte und plötzlich verschwinden die Kinder aus diesem Bus. Dazu gibt es dann auch einen Originalton, den lasse ich jetzt einmal mitlaufen. Buddy, listen up, you need to get in your seats right now. Hey, you kids, step forward, please. Facing forward, thank you. That's what I like. Whoa, whoa, whoa. Everybody, hang on! Oh. Is everybody okay? Ja, da der Quipo ja bei mir im Keller gerade die Strafe dafür absitzt, dass er aus meinem Keller geflüchtet und dann 6 Monate in Europa unterwegs war, muss ich den Job jetzt hier mal kurz übernehmen. Und da fallen mir bei diesem Video so einige Dinge auf. Also zum einen ist das von der Technik her sehr gut gemacht. Man sieht da keinen Schnitt oder irgendetwas in dieser Richtung. Das Ganze lässt sich aber zum Beispiel in After Effects mit sogenannten Masken machen. Also das ist nichts, was die Leute sich da aufsetzen und verschwinden, sondern das ist eine bestimmte Technik. Dann finde ich, dass dieser Text, den der gute Mann spricht, richtig gestelzt, also auswendig gelernt klingt. Und nicht zuletzt, wenn so etwas passiert wäre, dass ein ganzer Bus mit Kindern verschwindet, dann hätte man mit Sicherheit in der Presse davon gelesen, also absolut sicher. Da hätte sich die US-Presse, und das ist ja in den USA, wie die Geier drauf gestürzt. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob die Leute, die dieses Video gemacht haben, das Ganze nicht eben auch entsprechend kommuniziert haben, dass es eben nur ein Film ist. Ich habe da jetzt nicht groß nach dem Ursprung des Videos gesucht, weil das Ganze für mich eben eindeutig ein Fake ist. Aber was sagt ihr denn dazu? Wenn ihr möchtet, dann schreibt's mal in die Kommentare. Buddy, listen up, you need to get in your seats right now. Hey, you kids, step forward, please. Facing forward, thank you. That's what I like. Whoa, whoa, whoa. Everybody, hang on! Buddy, listen up, you need to get in your seats right now. Hey, you kids, step forward, please. Facing forward, thank you. That's what I'm cue. That's what I'm cue. That's what I'm cue. That's what I like. Dasselbe gibt es dann auch nochmal aus einem Restaurant heraus aufgenommen. Wenn man durch die Scheibe hindurchblickt, sieht man da 2 Menschen auf einer Bank sitzen und passt mal auf, was da jetzt passiert. Ja, Riesenaufruhr auf der Straße, alles läuft zusammen, schreiende Frauen. Ich weiß gar nicht, wer das alles gesehen hat in diesem Moment. Sogar Autofahrer, die irgendwie auf der Straße vorbeifuhren, haben das mitbekommen. Ich frage mich allerdings auch, wie die Überwachungskamera in diesem Restaurant angebracht ist, dass die eigentlich nur filmt, was draußen los ist. Eine ähnliche Aufnahme gibt es dann auch nochmal aus einem Flugzeug, wo alle Passagiere verschwinden. Und die tauchen im Moment in Reihe auf, diese Aufnahmen. Da hat sich mal wieder einer was ausgedacht und alle machen mit. Auch das Verhalten der Leute da, das ist vollkommen überzogen. Alles kommt, zeigt auf die Bank. Also Leute, das ist dermaßen einstudiert. Ich denke, da brauchen wir uns gar nicht länger drüber zu unterhalten. Ja, kommen wir mal zum Sportteil dieser Ausgabe. Wir gehen zu einem Fußballspiel. Allerdings nicht, um uns das Spiel anzusehen, sondern es geht um die Trikotnummer dieses Herrn, den ihr dort seht. Der hat ja die Nummer 18.
Aber schaut mal, was mit dieser Trikotnummer passiert, wenn der Herr jetzt losläuft. Na, bemerkt, da verwandelt sich die Nummer 18 in die Nummer 21. Ich habe das Ganze jetzt dann gleich auch nochmal in Zeitlupe und es gibt so einige Diskussionen in Foren darüber, was wir da sehen. Dass sich die Zahl von 18 auf 21 ändert, ich denke, das ist hier für jeden klar nachvollziehbar. Oder eben von 21 auf 18, wenn man es rückwärts laufen lässt. Ja, wie gesagt, in einigen Foren wurde darüber diskutiert und da wurden also die verschiedensten Möglichkeiten in Betracht gezogen. Der Glitch in der Matrix zum Beispiel oder der Mandela-Effekt, eine CGI-Arbeit oder eine optische Täuschung, da war alles dabei. Was ist denn eure Meinung dazu? Was ihr hier seht, das ist das sogenannte Old Stone Face. Das ist so ein Felsen im Pipestone National Monument in Minnesota in den USA. Die Pareidolie macht es möglich, dass man daraus ein Gesicht erkennt. Ihr seht die lange Nase, den leichten Überbiss, die schlitzigen Augen, abstehende Ohren. Wer jetzt hier sagt, das ist doch Real Mystery, der liegt ja nicht ganz verkehrt, aber das Ding ist halt ein Stein. Aber dieser Stein, der hat ja da noch eine Bewandtnis. Das Ganze war so ein, ja, ich sag mal, ritueller Platz für die Ureinwohner von Minnesota. Da haben die Stämme dann ihre Rituale vollzogen. Und unweit von diesem Felsen da hatten sie dann eben auch einen Friedhof. Das Ganze dort ist aber auch eine beliebte Wandergegend. Und vor einiger Zeit war dort ein Wanderer unterwegs und der hat dann diesen Old Stone Face fotografiert. In dem Moment, wo er das tat, hat er da nichts Ungewöhnliches bemerkt, aber als er zu Hause dann diese Fotos auf seinem PC-Monitor ansah, da fiel ihm etwas auf. Hier könnt ihr es sehen, oberhalb der Nase, da scheint irgendjemand zu stehen. Ich zoome das Ganze mal etwas heran. Ja, eine etwas zerzaust wirkende Gestalt und dieser Wanderer ist der Meinung, dass er dort den Geist von einem der Ureinwohner fotografiert hat. In seinem Forumbeitrag, da gibt er sein Wort, dass diese Gestalt definitiv nicht da war, als er das Foto gemacht hat. Von diesem Old Stone Face, da gibt es einige Berichte über merkwürdige Dinge, die dort passiert sein sollen. Und diese Vorfälle stehen laut der Menschen, die diese Berichte abgegeben haben, in Verbindung mit Spuk. Es gibt Berichte, dass man dort so Stammesangehörige sah, die sich dann vor den Augen der Zeugen in Luft aufgelöst haben. Es wird von merkwürdigen Schatten berichtet, die irgendwie von Baum zu springen scheinen. Ja, und nun gibt's da dieses Foto. Und dieses Foto hat in einem Forum für eine, naja, ich sag mal, mittelgroße Diskussion gesorgt, weil da gesagt wurde, das ist eh fake und mit Photoshop gemacht und so weiter. Und einige dann dagegen hielten, dass sie sagten, diejenigen, die hier sich immer darüber beschweren, dass die Fotos alle unscharf sind, sind genau diejenigen, die sagen, es ist fake, wenn es mal ein relativ gutes Foto gibt. Und da entbrannte dann eine größere Diskussion. Ja, wie ihr wisst, mit einer Diskussion kann man das Ganze eben nicht final lösen. Man kann maximal eine Meinung dazu haben. Wie ist denn eure Meinung? Würdet ihr sagen, ich glaube dem Mann, dass er da einen Geist von einem der Ureinwohner aufgenommen hat und dass er das vorher gar nicht gesehen hat? Oder sagt ihr, naja, ich denke eher, da hat jemand ein Foto gebastelt. Wenn ihr mögt, dann schreibt es mir in die Kommentare.
Es gibt Aufnahmen, wenn die während einer Live-Übertragung im TV gemacht werden, die sehr merkwürdig sind, und eigentlich sollten diese Aufnahmen ja dann sozusagen rund um die Welt gehen. So eine Aufnahme, die zeige ich euch jetzt, und die Frage, warum diese Aufnahme anschließend nicht rund um die Welt in den Nachrichtensendungen gezeigt wurde, die wurde in Foren auf verschiedene Art und Weise diskutiert. Ich zeige euch erst einmal die Aufnahme. Ja, wenn man dem so glauben darf, was man da so sieht, da kommt da gerade einer aus einer Parallelwelt oder einer anderen Dimension zu uns hineingestolpert, ausgerechnet da, wo dann eine Live-Übertragung im TV läuft. Das Ganze soll in einer Sendung des brasilianischen Senders Destino Television aufgenommen worden sein, und angeblich soll es dann auch so gesendet worden sein. Aber wenn es so aufgenommen wurde, warum hat die Welt dann nichts davon erfahren? Denn mit dieser Aufnahme wären ja ein paar wirklich große Rätsel gelöst bzw. als tatsächlich existent bewiesen. Nun ja, da gab es dann verschiedene Diskussionspunkte. Die einen sagten, weil es eben ein Fake ist, man kann auch TV-Sendungen faken, wenn man sie vorher aufgenommen hat, das ist kein Problem. Und das stimmt auch soweit. Die anderen, die sagten, weil das natürlich verschwiegen werden soll und diese Nachricht unterdrückt wird. Ja, ein Video, verschiedene Meinungen. Was mir dabei auffällt, ist, dass eure Meinung da gerade noch fehlt. Und wenn ihr möchtet, dann schreibt eure Meinung zu diesem Video doch mal in die Kommentare. Es gibt einen TikToker oder YouTuber, ich weiß nicht genau, was es ist, der arbeitet mit einem Hochleistungsmikroskop. Und der hat vor einiger Zeit ein paar Mikroskopaufnahmen veröffentlicht, indem er unsere Geldscheine und eben auch Dollargeldscheine einmal analysiert hat. Und was er da angeblich gefunden hat, das lässt einem die Nackenhaare hochstehen. Einmal davon abgesehen, dass ich das stark anzweifle, was wir jetzt sehen werden, kann ich das nicht nachprüfen, denn ich habe kein großes oder Hochleistungsmikroskop und ich habe keine Hunderter. Ich bin YouTuber. Die haben nur 500er. Ja, zunächst zeigt er einmal, dass das Ganze auch wirklich ein echter Hunderter ist, so auch anhand dieser Holographien. Und nun sehen wir, was angeblich ganz klein und versteckt auf diesen Geldscheinen zu sehen ist. Ja, und weiter geht es dann mit der 1-Dollar-Note. Ja, Quibo hat seinen Fake-Stempel verschluckt, damit ich den jetzt für dieses Video nicht bekomme, und ich wollte auch nicht warten, bis der wieder da ist und dann irgendwo rauspulen. Deshalb muss ich es im Worte sagen, für mich ist das Fake. Sollte jemand von euch aber so ein Mikroskop haben und kann nachweisen, dass es kein Fake ist, hätten wir einen handfesten Skandal, den wir öffentlich machen können. Ja, für die heutige Ausgabe dieses Videos mit Videos bin ich dann durch. Wenn ihr dieses Video als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich, und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Beitrag wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch, ihr 100-Euro-Schlingel.